some licks on my guitar. I played them all along in a smoky bar. That's all right. Und jetzt der Jens Amthor. Super Jens, auf, klasse. Es wird im Halbminutentakt gestartet. Das ist jetzt der Schüler- und Jugendlauf. Machen alle eine Wendepunktstrecke entlang, die da oben hingeht und dann wieder zurück. Schießstand. Der Jens läuft nach der ersten 1000 Meter ins Stadion ein, geht zum Schießen. Nimmt sich die Waffe. Und geht zum Liegenschießen. Schauen wir mal, was da trifft. Schwierig ist es. Nachladen. Eine ganz kleine Kugel. Dauert alles schon sehr, lässt sehr lang. Er schießt auf die Bahn. Hat bis jetzt noch keinen Treffer. Hat Probleme mit der Waffe. Okay. Hat zwei Treffer bei 5 Schuss. Ganze Schießeinlage hat etwas länger gedauert. Ladehemmung hat er gehabt, genau. Auf Jens! So ist wieder raus, auf! Jetzt geht er da in die Strafrunde. Muss insgesamt 3 Stück drehen, natürlich. Jetzt hat er die erste. Und so geht es jetzt weiter, halt dann Runde für Runde. Nach und nach immer die Läufer rein. Müssen links zum Schießstand. Da schießen sie, wie gerade gesehen. Da geht es dann rüber hier zur Strafrunde und dann wieder raus auf die Strecke. Ich weiß es nicht, ich blicke da nicht so ganz durch. Das sind ja nur meine Impressionen jetzt von der ganzen Geschichte. Nach und nach die ganzen Burg Rumbacher wieder, die sehr stark verdreht sind. Er war ein Sturzopfer in Düngersheim, ist er schwer gestürzt. Und hier kommen die nächsten Burg Rumbacher. Alle noch sehr fit, diese fitte Lauftruppe, die sich gegenseitig anpusht oder aufpusht, besser gesagt, ja. Okay, noch der junge Herr hier. Schon etwas bläst. Da kommt schon wieder der nächste Läufer, der auf die Strecke geht. Wobei, ich glaube, der läuft auch, weil der schaut nicht so jugendlich aus. Auf Jens, klasse! Trefferbild! 5 tief, 5 Uhr tief, 2 Mal!